So, ein herzliches Willkommen zum seit langer Zeit mal wieder mein Test Let's Play. In dem Fall speziell Carpeten. Ja. Let's walk. Ich weiß gerade gar nicht, welche Nummer hat der Carpeten? Dickste Monster. Carpeten müsste es, glaube ich, die Null sein. Das hier müsste Carpeten sein. Aber ich weiß es offen gesagt gar nicht so genau. Ich guck mal sicherheitshalber nach. VNC, bitte den da. So. Genau, Michael war die Nummer 4. Halleluja. Genau, Carpeten ist ganz oben und ganz oben ist die Nummer 0. Und Itabil ist dann die 1. Okay, dann war es doch so rum. Genau. Nummer 2 ist dann mein Mindtest Vanilla Server und Nummer 3 ist mein Underworld Server. Also auch Vanilla, aber unter der Welt. Okay. Das sollte dann so passen. Also, tatsächlich. Die 0. Sehr schön. Hätten wir das auch geklärt. Nummer 0. Und dann mein allseits beliebtes, super voll krass modernes Passwort. Was ist denn mit okay, wo waren wir? Wir haben ein Haus gebaut. Sehe ich das richtig? Ich hoffe doch. Okay. Übrigens gibt es mittlerweile auf all. Ja, siehst du, was hat sich in letzter Zeit alles geändert? Eine ganze Menge. Nur ich werde definitiv nicht alles zusammenbekommen. Ha! That is Bullshit. Es hat sich auf jeden Fall so einiges geändert. Zum Beispiel gibt es jetzt Protecting, also eine Protection Mod. Protect Redo, das Ding hier. Ich weiß gerade nicht, ob das in dem Moment auch Kisten kistiert. Interessant. So, da. Boah, ich geh hier aber. Ach da. So. Ah, okay, wir brauchen dafür Gold. Gold und die Liebe von Leuten. Haben wir Gold? Schlecht aus. Also ich kann mich sogar noch erinnern, wo hier was war. Gold, Gold. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Das heißt, wir können diese Schutzbereiche erstmal nicht machen. Schade eigentlich. Aber wir haben hier sowieso schon eine Area, von daher brauchen wir diesen Schutzbereich nicht. Es wäre du schon gewesen, wenn die Kisten hier, aber eben, da wir bereits eine geschützte Kiste. Meine Sprache ist heute schon seit der allerersten Aufnahme, ne? Also ich habe heute quasi alles aufgenommen, von dem letzten Clicker Hero über die für Doom Folgen und jetzt auch die für Folgen für My Test, nehme ich alles an einem Stück auf. Und meine Stimme ist aber schon den Anfang an total. Ich weiß nicht. Irgendwie ist heute der Wurm drin. So. Hier haben wir eine Katze. Was können wir mit der Katze machen? Die Katze können wir. Die können wir irgendwie tamen. Weil ich weiß nicht, ob es dafür ein spezielles Werkzeug gibt oder ob wir dafür ein Lasso brauchen. Ich weiß aber nicht. Also hier Halsband. Ich weiß aber nicht, wie Halsband auf Englisch heißt. Von daher gucken wir einfach mal so rum. Namensschild. Da brauchen wir Papier, ein bisschen Kohle. Na gut, also Kohle haben wir ja locker.
Dafür müssten wir auch haben, das ist ja das, was wir... Ah, halt, nein. Wir haben Baumwolle und aus Baumwolle kann man diese Strings nicht machen. Soweit ich weiß, ich kann mal ganz kurz... Doch, kann man. Oh, easy, alles easy. So, brauchen wir also bloß... ach man, was macht denn hier? Nein, hallo. Da. Blätter. Wir brauchen, genau, Blätter brauchen wir. Haben wir Zuckerrohr? Hallo? Nope. Noch nicht. Woraus kann man Blätter alles machen? Nur aus Zuckerrohr. Also Papyrus, ja. Okay, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach einer Papyrusjagd. In der gesamten Zeit, wo wir nicht online waren, ist hier nichts gewachsen. Ich wollte mich noch verarschen. Ah, hier Mondfinsternis, Sonnenfinsternis oder was? Papyrus. Wo ist Papyrus? Papyrus. Achso, doch. Ach Mann, ey, was ist denn hier los? Wir Papyrus ist hier Mangelware, ne? Dann nehme ich das Ding aber auch mal in den Mangel. Boing, boing. Übrigens habe ich mir überlegt, ob ich auf all meinen Servern Auto-Jumping aktiviere. Also jetzt nicht die Funktion, nicht das hier, dass man hier sagt Autospringen, das meine ich nicht. Sondern es gibt ja intern, ne, gibt es ja diese Lua-Datei, die Player-Physik steuert. Und da gibt es zum Beispiel etwas, dass man bei halben Blöcken direkt drauflaufen kann. Also ohne Springen direkt drauflaufen kann. Was ja auch bei diesen Treppen funktioniert. Weswegen man auch bei Treppen einfach direkt rüberrennen kann und man direkt praktisch drauf schießt. Und dieses mit diesem halben Block ist nur ein Wert. Und diesen Wert kann man verändern. Und wenn man den Wert von 0,6, also mehr als ein halber Block, auf 1,1 setzt, also auf mehr als ein Block, dann kann man auch auf diese ganz normalen Blöcke einfach direkt drauflaufen. Ohne zu springen oder alles, sondern einfach direkt drauflaufen. Wie eine übergroße Treppe. Wäre eine Idee. Ich bin nur ein bisschen dagegen, muss ich zugeben. Weil das würde halt das Originalspiel schon krass verändern. Und ich bin zwar für Mods, aber das Originalspiel zu verändern, da sträube ich mich ein bisschen vor, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Es ist aber bei mir echt eine Überlegung. Könnt ihr mal bitte irgendwo Papyrus sein? Ja, bin ich echt am Überlegen, ob ich das mache. Weil es halt geil wäre. Weil es geil ist. Ja, kein Papyrus. Da hinten ist Urwald, da ist auch definitiv kein Papyrus. Also wir gehen wieder Richtung Haus. Versuch mal die andere Richtung zu laufen. Richtung Haus zu gehen ist sowieso ganz gut. Wir haben nämlich kein Essen dabei. Jetzt klauen wir mal hier mal ein paar Äpfel. Wir sind ja Selbstverpfleger. Oha. Oh, hier war schon jemand. Oder das ist ein Dungeon. Nee, doch, da war jemand. Das ist normale Erde. So, nehmen wir noch ein paar Äpfel für den Weg mit. Was mache ich gerade? Ich verlaufe mich gerade komplett. Ah, nee, da vorne ist das Wasser. Okay. Dann weiß ich, wo wir sind. Sehr schön. So, noch ein paar Äpfel und jetzt können wir wieder nach Hause laufen. Und dann einmal in die andere Richtung. Sieht schon geil aus, sowas. Hauha. Oh, Magier. Hallo.
Hast du den Zauberstab verloren? Armer Junge. Gut, den lassen wir mal alleine. Ne? Wenn er trauert, dann sollten wir ihn dabei auch in Ruhe lassen. So. Ich hoffe mal, wir laufen noch in die richtige Richtung. Sieht aber so aus. Was ist hier? Okay. Hey, lass ich mal. Boink. Och, jetzt komm du, Alter. Willst du mich verarschen? So, hier haben wir wieder... Die Bäume hier sind also auch alle nicht gewachsen. Sehr schön. Extra Bäume hingepflanzt, damit die wachsen und dann wachsen die nicht. So schattig ist es da noch gar nicht. So, müssen wir direkt auf unser Haus kommen, genau. Das heißt, wir werden jetzt genau in die andere Richtung laufen und gucken, ob wir da tatsächlich das finden, was unser Herz begehrt. Ein bisschen Papyrus. Hä? Ist mir schon öfters hier aufgefallen. Irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob das seit dem neuen Mindtest ist, also auch Mindtest Version 5. Oder 5.01. Oder ob das schon immer war, aber wenn man so ein bisschen rumspringt und günstig in einen Block. Also auf den Block rauf springt, dann springt man in den Block rein. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist witzig. So. Erde am Papyrus. Hier muss doch langsam mal viel Papyrus sein. Junge! Mangelware oder was? Ich geb dich gleich mal Mangelware. Müssen wir also auch auf jeden Fall lokal anbauen. Scheint wohl doch nicht so häufig hier verfügbar zu sein. Ne? Ist ja echt nett hier. Boah, ich wollte springen, du Arsch! Ach komm jetzt. Tja, also irgendwie finden wir hier echt kein Papyrus. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist doch alles, hier ist alles bepflanzt, hier ist alles grün, hier ist doch alles. Wunderschön, Vegetatur. Ich wollte gerade vegetarisch sagen. Also hier ist überall Vegetatur. Ist das überhaupt ein richtiges Wort? Ich habe keine Ahnung. Aber nirgendwo ist hier mal ein bisschen Papyrus. Ich komme auch wieder nicht durch. Ach, leck mich doch am Arsch. Wir werden hart sterben. Jetzt, hallo. Auch kein Papyrus. Ja, sag mal. Das kann doch hier nicht sein. Seit wann wächst am so ein Baum Apfel? Ach, jetzt hier hinter ist ein Apfel. Okay. Wow. Dachte gerade schon. Oh, das ist ein Dungeon. Ne, eine Höhle. Kein Dungeon. Schade eigentlich. Eine voll große Höhle, Digga. Da drin kann man sich verlaufen. Könnte eigentlich auch mit dem Schiff hier lang schwimmen. Das geht wahrscheinlich schneller als hier. Ach, da ist auch schon wieder Dschungel. Hallo, danke. Gut, komm. Bei dem Dschungel hier langlaufen ist mir zu blöd. Ich mache mir ein Boot. Ist natürlich schlecht, wenn man kein Holz hat. Zum Glück sind wir hier direkt neben zwei Bäumen, die separat stehen. Aber unsere Axt ist gleich tot.
Ja. Manuelle Verkloppung. Aber ich glaube, ich werde das mal machen. Das heißt, ich werde das zwischen den, also zwischen der Folge und der nächsten Folge, werde ich mal gucken, ob ich so eine ganz kleine Mod selber erstelle, um das mit dem automatisch springen, also mit dem, dass man über Stufen laufen kann, mache. Dann werde ich das auf all meinen Servern einstellen, außer auf dem Mindclone-Server. Da weiß ich nämlich nicht, ob das einfach so geht oder ob ich da was anderes machen muss. Ja, und dann heißt das ficken, bis man gefickt wird. Ja, ich weiß, so viel Holz brauchen wir hier nicht, aber ich baue Bäume immer komplett. Ach, ich bin doch bescheuert. Ich habe doch hier meine komische. Ne, meine komische. Die hier. Ha. Mein automatisches Baumkattungssystem. Erfunden von die Wissenschaft. Okay, gut. Jetzt haben wir Holz. Mit dem Holz können wir holzen. Du da rein, wir brauchen zweimal und jetzt einmal du nach da und du einmal bitte. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Damit haben wir ein Baut und können bauten. So, dann segeln wir mich einfach mal einmal hier drum herum. Weil durch den Dschungel durchlaufen würde einfach mal zu lange dauern. Außerdem sind wir mit dem Schiff allgemein auch schneller. Können wir mal gucken. Gut, da vorne ist. Wie heißt das? Steppe. So, hier unten ist ein. Was immer das ist. Nee, halt, komm. Ich laufe mal kurz so rüber. Geht auf jeden Fall schneller. Hallo? Bitte auch gerade ausgucken, damit ich sehe, wo ich hinschwimme. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es hier mit, ne? Schlecht aus. Papyrus ist wohl echt Mangelware. Das klappt das nicht. Digga, man hat normalerweise Papyrus, weil es auch gereicht. Ist ja jetzt auch ein bisschen nice. Tja, nur wenn wir nicht. Ah, da vorne ist Papyrus. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, wenn wir nicht an Papyrus rankommen, wie sollen wir denn Blätter bauen? Blätter bauen vor allen Dingen. Blätter bekommen. Aber da vorne ist einmal Papyrus. Und einmal Papyrus. Echt, genau einmal Papyrus. Alter, was zur Hölle. Ihr wollt mich noch verarschen. Okay, wir haben viermal Papyrus. Ah, das ist auch noch Papyrus. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Okay, muss reichen. Wir haben jetzt 11-mal Papyrus. Das müssen wir gut anpflanzen. Ja. Ist aber schon echt nice, ne? Hey, hallo? Danke. So, jetzt heißt das, wir zurückschwimmen. Yay! Zum Glück verbraucht Schwimmen nicht so viel Energie. Also Sättigung. Da kann man also auch relativ weite Strecken schwimmen. So, Clicker Heroes. Wow, mein Dreadnought ist schon fast Level 50.000. Das ist krank. Und ich habe schon 3 E22 Hero Souls. Ah, ich komme also langsam in den Bereich, wo man sagen kann, es kann gut werden. So, jetzt da in den Dschungel vorbei. Tatsächlich einfach mal dran vorbei. Ist hier wahrscheinlich die beste Alternative. Die beste. Ja, auf meinem Minecraft-Server ist auch ein bisschen Aktivität. Ziehen gerade zwei Leute an. Ah, Halleluja. Auch hier gibt es kein Papyrus. Alter. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es doch direkt im Dschungel Papyrus gibt. Ich dachte, es ist so, ne? Weil normalerweise, sieht man ja. Ist Dschungel nicht gerade dafür bekannt, dass da Papyrus wächst? Um das mal so zu sagen. Aber gut, man lernt halt nie aus.
Das heißt, auch im Dschungel kann Papyrus wachsen. Ist zwar nicht so häufig, aber es ist auch nicht unmöglich. Kehle Landschaft. Dann muss lang. Ist es ist halt auch die Schöne mit dem Boot, die gar nicht gleich querfällt eigentlich schon. Da kommen wir direkt auf unser Haus. Lol, Rolf. Wir sind die ganzen die Umweg hier rumlang gelaufen. Digga, siehst du? Boot war eine geile Idee. Ha. Lollerow. Mein Haus, ich liebe dich. Komm her, komm zu Papi. Der Dschungel verschwindet. Das Ende der Welt, es rückt näher. Hallo? Boah, Alter, was war das gerade für ein Frame, Bro? Ist mein Rechner gerade ausgelastet? Ach, geht so. Geht so. Ich meine, mein Lüfter heult gerade sowieso die ganze Zeit rum, weil es einfach so warm ist. Aber ist halt leider so. Kann man nichts dran ändern. Gut. Wir haben Heu. Wir haben Papyrus, meine ich doch. Wo pflanzen wir das am dümmsten ein? Am besten gleich hier direkt am Strand. Ich weiß nur nicht, ob braucht das Licht? Ich pflanze es mal an Orten an, wo auch ein bisschen Licht hinkommt. Jetzt, ach, hier sind überall Bäume. So, hier zum Beispiel. Genau, hier ist. Ne, hier nicht. Okay, also ab hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfekt. So, dann kann das erstmal ein bisschen wachsen. Und dann haben wir endlich mal Papier irgendwann mal. Und mit dem Papier können wir dann schöne Sachen machen. So, ich würde mal sagen, das soll es dann auch für die Folge erstmal gewesen sein. Es ist nicht ganz eine halbe Stunde, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich die Folge aufgenommen habe, angefangen habe. Von daher sollte das erstmal reichen. Und dann gucke ich mal, ob ich eine kleine Mod erstelle, wie gesagt, mit der man über solche Sachen drüber springen kann. Das wäre mir persönlich ganz lieb. Und mein Clone, mein Clicker Heroes hat sich schon wieder aufgehangen. Sehr schön. Gut, in dem Sinne, schau mal, V, bis gleich. Also, bis morgen.